Das muss ich hier die ganze Zeit ertragen. Ignoranz. Hallo und herzlich willkommen bei der heiligen St. Gratius Kirche. Ja, du siehst ein bisschen aus wie ein kleiner Pastor. Erzählst du, was wir jetzt machen? Ja, wir fahren nämlich jetzt in den kleinen Kurzurlaub. Aber eigentlich ist es ja mehr Erholungsurlaub für Danny, weil er krank ist. Das stimmt. Mit der ganzen Familie. Mit der ganzen Familie von mir. Alle. Alle, wirklich alle. Omi, Opi, Mami, alle dabei. Papa, alle sind am Start. Wir fahren aber vorher extra schon ein bisschen früher los. Ach so. Damit wir auch noch so ein bisschen Ruhe dort haben. Wir können ja erst um 15 Uhr einchecken. Aber ihr begleitet uns dieses Wochenende so ein bisschen mit, wenn ihr Lust habt. Diese Perspektive ist nicht schön für mein Gesicht. Jede Perspektive ist schön für dein Gesicht. Oh, da hast du aber kurz überlegt, ob du was Nettes sagst. Freunde, bleibt dran, schaut euch das Video an. Ich denke, es wird sehr warm. Und ja. Schwül. Schwul und schwül. Wir sind angekommen. Maxim, der sitzt jetzt vor mir. Und wir sind jetzt in so einem kleinen Ort. Hier ist alles voller Schleusen und Reusen. Aber es ist sehr warm. Wir haben 31 Grad. Möchtest du was erzählen, mein Schatz? Ja. Dann komm mal rüber hier. Nein, das geht nicht. Ich schwing die Kamera. Na, du Prinzessin? Na? Du hast dasselbe T-Shirt an wie gestern. Ja, und Freunde, falls ihr euch an den letzten Wohnungsblock erinnert, als ich die Kirschen hatte. Was? Nicht spoilern, das sehen die erst am Mittwoch mit dem Haus. Ach so, naja, dann schaut auf jeden Fall das Video am Mittwoch, damit ihr seht, wie diese Flecken entstanden sind. Es ist extrem warm, da hinten ist der komplette Himmel gerade schwarz. Wir haben unsere Kahnfahrt jetzt verschoben. Kahnfahrt? Das wäre cool. Eine Kahnfahrt. Immer ein bisschen verschoben, dass wir das Wetter so ein bisschen umgehen können. Bin sehr gespannt. So sieht das Unwetter aus. Und es dauert nicht mehr lange. Und dann haben wir nicht mehr 31 Grad, dann haben wir wahrscheinlich noch 24. Hier ist alles so auf ländlich gemacht. Außer der da, der ist auf Prinzessin gemacht. Hier ist einmal unser Kahn, da werden wir uns gleich mal raufsetzen. Und es gibt Kaffee und Kuchen. Danny ist auch da. Meine ganze Familie ist da hinten und dann geht es da hinten einmal lang. Möchtest du was erzählen? Ich hab gar nicht gewusst. Warum verarscht er uns? Keine Ahnung. Komm, wir gehen weg. Wir gehen jetzt hier einmal schnell so ein bisschen runter. Möchtest du ins Wasser fallen? Nein, nein, bitte nicht, bitte nicht. Warum ist er so? Sonst sieht immer mein Danny hinter der Kamera, ne? Ja, heute habe ich mal die Kamera in der Hand. Aber wir fahren jetzt ja auch gleich los. Meine Oma ist auch mit dabei. Ich bin gespannt, wie sie ins Boot kommen. Man sieht die ältere Generation nicht. Man sieht nur mich. Freunde, wir sind jetzt auf dem Schiff. Oh, jetzt sieht man doch den älteren Herrn. Und fahren durch die Gegend. Freunde, schaut mal, da hinten ist die Schleuse. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da hinten, aber ich glaube, das ist eine Fischtreppe. Eine was? Eine Fischtreppe. Auch bekannt. Achso, das kann auch sein. Das ist hier für die Lachse. Hier gibt es keine Lachse. Aber es ist total schön, ganz ruhig und ganz idyllisch hier. Freunde, wir fahren jetzt hier einmal so ein bisschen durch die Schleuse. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nee, ich sag das schon mal. Also brauchen Sie keine Angst haben. Ich sage, wenn Sie den Kopf einziehen sollen, dann sollen Sie es auch wirklich tun, nicht? Und dann beißt sich dieses Hotel-Mikro verdammt hinten. Ich scheint so ein bisschen so zu hell. Das ist ein kleines Familienhotel mit 22 Doppelbettzimmern. Ihr habt das jetzt nicht mitbekommen, aber auf unserer Kahnfahrt kam dann auch später mega der Regen. Ich bin ganz nass. Jetzt sind wir aber in unserem Zimmer und traditionell führt uns Maxim durch das Zimmer. Ich drehe dazu einmal die Kamera. Hier kommt man rein. Hallo Freunde, dieses Zimmer ist genau mein Instagram-Feed gerade. Die Farben, ich lieb's. Diese Vibes, wow. Also, wir haben zwei Schlafzimmer hier. Eins für Danny und eins für mich. Was? Wenn jemand böse ist. Dann schläft er in den anderen, aber kommt doch erstmal mit rein. Wir haben zwei Toiletten, das ist viel schöner. Wir haben zwei Badezimmer, ein großes Bett und ich liebe Bänke vor dem Bett. Da kann man sich mal so gemütlich hinsetzen. Du bist doch noch gar nicht in dem Alter für sowas. Na doch, oder sich die Socken anziehen. Ja, das ist genau das Alter. Freunde, schaut mal bitte raus. Den richtig schönen Ausblick. Man sieht nicht. Ich gehe nachher nochmal auf den Balkon. Und da ist der Ausblick zum Wasser. Das ist auch richtig, richtig schön. Ja, mein Fernseher, das ist wichtig.
Wir haben eine Terrasse, die einmal rundherum geht. Ah, jetzt können wir rausgucken. So sieht es im Spreewald aus. Schön. Mhm. Ich bin ein bisschen klitschnass. Du siehst schon sehr zerlaufen aus. Ja. Zeig uns mal das Badezimmer. Das erste Bad? Das erste Bad. Hat das deine Mutti für uns gebucht? Oh, guck mal, du kannst sogar beim Duschen zugucken vom Klo. Na, das wurde ich schon immer mal. Kann man auch vom Duschen zugucken, wie ich auf Klo bin? Ja, da kannst du mir beim Geschäft machen zugucken. Ja. Ja, ist sehr, sehr schön. Wow. Das ist die Duschkabine, zeig mal. Das ist die Duschkabine. Cool. So, meine kleine Maus, jetzt zeig mal den anderen Raum. Ja, kommt mal mit, dann gehen wir hier zum Flügel, eine Minibar. Da ist nicht so viel drin. Da hast du schon geguckt? Ja, los jetzt. Das ist auch toll mit den eingebauten Schränken, ich bin ganz verliebt hier. Was kostet uns denn dieses Zimmer? Weiß ich nicht. Oh je. Und hier ist das andere Schlafzimmer, das ist das Kinderschlafzimmer. Wer schläft hier? Niemand. Wir können auch heute Nacht uns einen Wecker stellen und dann hier rüber gehen. Ich möchte heute Nacht einmal umziehen. Okay. Und das ist dann die Toilette für dich. Das kleine Bad. Schön, und das war alles, ne? Das war alles. Meine Familie. Au. Vorsichtig, die Lampe. Wir gegen die Lampe gelaufen. Meine Familie hat ein anderes Zimmer. Oder wir sind so ein bisschen alle im Haus verteilt. Aber wir sind hier im Haupthaus. Wir sind direkt nebenan von unseren oder meinen Großeltern. Wir können dann so ein bisschen auf. Hört man das Gewitter? Es hat zugeschüttet gerade. Krass. Eigentlich wollte ich euch ja den Balkon zeigen, aber. Wenn man mal rausguckt, es ist das mega Unwetter. Unten sind gerade die Stühle alle weggeflogen, also die Schirme und die Stühle. Und vielleicht hört man es ja noch so ein bisschen donnern. Maxim ist im Bad. Ja, ich schwing mich gerade ab. Willst du mal Hallo sagen? Ja, ich habe mich gerade abgeschminkt, weil mein ganzes Gesicht war wasserfest, außer Mascara und Augenbrauen. Sieht aus wie ein Waschbär. Du siehst immer aus wie ein kleiner Waschbär. Ja, wegen den Augenringen. Ne? Und jetzt haben wir uns mal kurz zur Ruhe gebettet. Ja, jetzt machen wir uns mal erstmal bequem. Wir sind ja seit wann sind wir aufgestanden? Um 4, ich um 5. Ich bin um 4 aufgestanden, weil ich das Video schneiden musste. Und jetzt machen wir, glaube ich, mal ein halbes Stündchen Siesta. Dachte, auf die Toilette gehen, weil du gemacht hast. Siesta. Ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, wo wir sind. Also wir sind in den Spreewald gefahren. Das war mit dem Auto nur eine Stunde weg. Das war eigentlich ganz gut. Aber ich war auch noch nie im Spreewald. Tatsache ist das so eine Familiengeschichte. Ich habe ja erzählt, dass ich aktuell krankgeschrieben bin. Und für mich war es genau das Richtige, mich dieser Sache hier anzuschließen. Einfach auch ein bisschen runterzukommen, ein bisschen zu entspannen. Ich finde das immer so albern, wenn man sagt, man ist krank und man muss zu Hause bleiben. Das stimmt ja gar nicht. Man muss nicht zu Hause bleiben, wenn man krank ist. Ja, ich meine, klar, wenn man Fieber und Erkältung hat, dann sollte man nicht unbedingt große Abenteuerreisen machen. Aber wenn man was mit dem Herzen hat und einfach ein bisschen Stress reduzieren soll, wo kann man sich besser erholen als in einem Hotel, wo es Essen gibt, wo man hingefahren wird? Versteht ihr, was ich meine? Das sind halt alles so Sachen. Das fühlt sich ganz gut an, jetzt hier einfach mal ein bisschen abzuschalten. Diese Kanufahrt, ihr habt da so ein paar Bilder gesehen, das hat richtig viel Spaß gemacht. Und was ich richtig schön fand, waren diese Libellen, aber mit Schmetterlingsflügel. Mal gucken, ob ich ein Bild von diesen Libellen finde. Ich habe das noch nicht so gesehen. Das war sehr schön und ich wusste gar nicht, dass der Spreewald das Land der Libellen ist. Ich habe zwar Angst vor Bienen und Wespen, aber Libellen sind schon okay. Und Biber haben wir gesehen. Haben wir Biber gesehen? Ja. Wir gehen jetzt zum Abendessen. Wir haben beide ganz doll Hunger. Ja, richtig. Maxim hat schlechte Laune, weil er kann nicht waschen. Doch, ich kann waschen, aber Freunde, ich habe ein neues T-Shirt. Louis. Und ich wollte es heute Abend ausführen und ich wollte es anziehen und habe gesehen, dass diese Kylie Cosmetics, Kylie Skincare Waschgel in meiner Tasche ausgelaufen ist und überall Flecke sind. Das Problem des kleinen Mannes. Hallo. Wir sind gerade aufgestanden und ich finde es voll schön hier. Wir haben eine Terrasse, die muss ich euch noch zeigen, die geht einmal ums ganze Zimmer. Ja, hast du gut geschlafen? Wieso ist das Kissen so auf mir drauf? Na weil. So hast du mich eingebaut. Ach ja. Wie hat es dir gestern gefallen, mein hübscher kleiner Mann? Mich juckt sie so, ich habe was gestochen. Ja, du hast der Finger im Gesicht. War schön. Essen war so lecker. Ich hab aber schon wieder Hunger. Ich hab auch Hunger. Wir gehen auch bald frühstücken. Das zeigen wir euch auch. Wir sind noch so lange hin. Nein, wir mussten. Es gibt ja hier noch so ein paar Maßnahmen in Brandenburg und es darf immer nur so schrittweise zum Frühstück gegangen werden. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es gestern nicht mehr geschafft, uns zu melden. Ihr habt ja gerade die kurze Bettaufnahme gesehen. Es lag einfach daran, dass es mega ein Unwetter war und wir einfach nur zusammen saßen und ja, die Zeit genossen haben. Aber ich werde euch jetzt noch versprochen, den Balkon zeigen, weil der echt riesig war.
oder ist. Und ich habe ehrlich gesagt noch nie in einem Hotel so eine große Balkonterrasse gesehen. Ich zeige euch das mal, kommt mal mit. So sieht unser Zimmer aus. Huch, was versteckst du dich denn da? Ich wollte das Fenster ein bisschen aufmachen. Wie viele Türen haben wir eigentlich? 1, 2, 3, 4. Vier Türen? Ja, hinten im anderen Zimmer ist auch noch eine. Wir gehen hier durch. Hier ist nämlich schon offen. Ich habe da mal was vorbereitet. So, schaut mal. Mit Blick auf... Ah, okay, jetzt verstehe ich das Problem. Hier ist die Ecke, aber da kommt man nicht so wirklich durch. Na gut, aber das ist erstmal die Aussicht, die wir haben. Jetzt habe ich das mit der Ecke erst verstanden, ja, dass ich da ja gar nicht durchkomme. Nee, du kommst da nicht so wirklich gut durch. Nicht mir hier vor die Kamera laufen. Hier muss ich jetzt durch. Hier kannst du durch, aber auch nicht so gut. Zack. Ah, okay. Ja, das war der Balkon. Ich war ein bisschen überrascht, dass es jetzt noch anders war, als ich mir es vorgestellt habe. Denn ich war tatsächlich noch gar nicht auf dem Balkon. Was machst du jetzt hier? Ich mache noch ein bisschen meinen Schminke fertig. Und dann können wir gleich mal runtergehen. Ich habe Hunger, wir müssen jetzt frühstücken. Wir waren gestern noch im Brauhaus essen und ich habe Ribs gegessen, Spare Ribs, und dazu gab es Kartoffelecken. Maxim hat ein, was hast du gegessen? Ich hatte auch Rippchen und eine Haxe, ne? Und eine Haxe, aber wir haben geteilt. Du mit deiner Mutti? Mhm. Und zum Nachtisch gab es ein Schwedenbecher, es ist mir das liebste Eis. Ja, und dann sind wir gestern noch in die Bar kurz gegangen, haben noch eine Kleinigkeit getrunken, und dann sind wir ins Bett gefallen. Was machst du denn da hinten? Ich mach ein Foto. Komm doch mal, jetzt erzähl doch mal den Zuschauern, wie das bis jetzt war für dich hier. Ich komme. Soll ich jetzt die Aufnahme stoppen, bis du Nein, hier bist? Ich bin doch da, das ist so groß hier. Jetzt findest du mich jetzt oder? Dich die ganze Zeit! Hallo. Jetzt erzähl doch mal, wie hat es dir denn bis jetzt gefallen? Ja, war schön. Also nein, war wirklich super schön. Gestern, wir hatten wirklich so ein Glück mit. Ich versuche dich zentriert zu haben. Wir hatten wirklich ein riesengroßes Glück mit dem Wetter gestern, weil als wir kurz bevor wir zurückgekommen sind mit dem Kanu, hat das angefangen wirklich aus Eimern zu gießen. Wir sind plätschnass geworden, sind dann hoch, haben uns angezogen, umgezogen, geduscht, frisch gemacht und sind dann zum Essen gegangen irgendwann. Und das war wirklich, wirklich lecker. Allerdings ist das Ganze jetzt auch schon wieder fast 12 Stunden her. Und du wirst unerträglich dann. Nein, das noch nicht. Doch, so, wirst noch du. Nicht. Doch, wirst ich hätte du. Nur gerne Käffchen. Ja, Käffchen hätte ich auch gerne. Haben wir gestern noch Fernsehen geguckt? Ich weiß Kurz, es gar nicht mehr. Ich glaube so vielleicht 5 Minuten und da haben wir auch wieder ausgemacht. Ich war so schnell weg. Eingeschlafen sind, ja. Ja. Was hast du sonst zu erzählen? Ja, sonst habe ich auch gar nicht so viel zu erzählen, Freunde. Wenn wir uns jetzt gleich mal anziehen, dann gehen wir runter, dann zeigen wir euch vielleicht nochmal so ein bisschen. Bin schon angezogen. Ein bisschen unten. Ein bisschen unten so zeigst du den Zuschauern? Wie es da so aussieht. Hast du jetzt erst verstanden? Hat einen Moment gedauert, ne? Und dann frühstücken wir schön. Freust du dich? Ja. Was möchtest du denn frühstücken? Also ich hätte gerne eine Waffel. Und ich hätte gerne... Lachs. Ja, Lachs hätte ich aber auch. Nicht Lachs und Waffel, das ist eklig. Nicht zusammen, aber als erstes Lachs und ein bisschen Mozzarella und Tomate. Einen schönen Kaffee. Dazu hätte ich gerne einen Saft, am liebsten von der... Ja, nicht offen. Von der blauflügeligen Libelle? Ja. Und dann möchte ich gerne Bacon. Ich bin gar nicht so anspruchsvoll beim Frühstück. Mir reicht eine Schrippe mit Butter und einer Scheibe Salami. Aber natürlich, wenn man in so einem 4-Sterne-Hotel ist, dann möchte man auch was anderes haben. Eine Waffe hätte ich auch gerne. Ja, schön. Mit was möchtest du drauf? Ist denn hier mit Buffet? Nee, ne? Ist immer noch Corona à la carte. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Vielleicht machen sie ein Buffet immer für die einzelnen Familien. Stimmt, deswegen mussten wir die Uhrzeit uns aussuchen, ne? Ja. Packen wir jetzt schon unsere Sachen? Nein, ich habe nur das grobe Zeug schon mal so ein bisschen eingepackt. Auch mein grobes Zeug? Nein. Du hast ja nicht so viel mitgenommen. Nee, ich habe ja auch nicht viel. Alles, was ich brauche, ist ja da. Oh. Nee, da. Ja. Mein Handy. Also den Zuschauern... Eigentlich schon gezeigt, was du alles mitgenommen hast? Deine Survival-Ausrüstung? Nein. Ich kann es euch ja erzählen. Ich habe Walkie-Talkies mitgenommen. Ich habe so eine Leuchteier mitgenommen. Ein kleines Taschenmesser. Und was habe ich noch? Was habe ich vergessen? Das ist die schönste Perspektive. Hallo. Magst du das nicht? Nee, das sieht so komisch aus. Das sind wir. Hallo. Wir sind wieder zu Hause. Mhm.
Wollen wir uns anders hinsetzen? Ja. Hallo. Hallo. Wir sind wieder zu Hause. Wir konnten euch das Frühstück nicht zeigen, weil die ganze Familie war schon am Tisch versammelt. Ja, und saßen alle schon da, es war draußen und wir wollten auch so ein bisschen, einfach nur was essen. Wie war denn das Essen? Den Umständen entsprechend war es gut. Ja, es gab so zwei, drei Sachen, die nicht so schön waren, aber über die wollen wir jetzt gar nicht groß reden. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr leckeres Frühstück. Wir würden die Gegend definitiv nochmal so empfehlen. Die hat wirklich schon Spaß gemacht. Ja, es war wirklich schön. Auch wir hatten echt Glück mit dem Wetter verhältnismäßig. Und ich glaube, wenn der ganze Spaß vorbei ist, dann ist das auch da ein bisschen entspannter. Du meinst den Corona-Spaß? Mhm. Ja. Ja, muss man Verständnis für haben, dass halt in den Hotels das alles noch so ein bisschen kompliziert ist und auch kompliziert gemacht wird. Aber mein Gott, wir haben, was hast du gemacht? Aber es hat schon Spaß gemacht. Genau, wir sind jetzt aber wieder zu Hause. Die Katzis haben sich gefreut, dass wir wieder da sind. Ja, sie freuen sich, die Kleinen. Komm mal her hier. Das ist eine Chance. Ja, wir werden jetzt den Sonntag noch genießen. Ich habe jetzt gerade die Nintendo Switch angemacht. Mhm. Ich werde jetzt eine Runde Nintendo Super Smash Bros. Spielen. Ich werde ein bisschen rumbummeln. Du gehst doch jetzt bestimmt gleich schlafen. Da ist die Kamera. Du gehst doch jetzt eh gleich schlafen, oder? Vielleicht. Ja, nachdem du mich heute Morgen geweckt hast. Nee, und dann genieße mir einfach so ein bisschen den Sonntag. Morgen ist der Geburtstag von meiner Mutter. Familientreffen. Wieder. Wieder. Und ja, ansonsten passiert gar nicht viel. Dann starten wir in die neue Woche morgen. Ja. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Restmontag und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ganz wichtig. Unbedingt. Hier unten machen, da und dann kommen wir auf die 10.000 Abonnenten bis Weihnachten. Das wäre schön. Von daher macht's gut. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao. Tschüss.